Grüß Gott. Heute ist mir mal ein schöner Gedanke durch den Kopf gegangen, während meines Damenbesuches, und konnte ihn mir auch behalten. Und ja, will den jetzt mal zum Besten geben, weil, wie ich finde, ist das ein richtig schönes Beispiel. Ja, stellt euch mal vor, ja, der Körper, in welchem ihr wohnt, ist eine Zentralheizung. Eine Zentralheizung mit einer Gastherme dran. Eine Gastherme mit, sagen wir mal, 0,5 Kilowatt. Ja. Und dann mit einer Menge Rohre dran und Heizkörper. Und die meisten Menschen rennen folgendermaßen rum. Also der Gasbrenner immer auf volle Pulle, also sozusagen Schornsteinfeger-Taste an. Ja, aber dann alle Heizkörper zudrehen. Also so rennen die meisten von euch rum. Ja, Gasbrenner, volle Pulle, aber gleichzeitig die ganzen Heizkörper im Haus zudrehen. Dann, dass dann die Leitungen platzen, ja, die Zuleitung zu den Heizkörpern ist euch bewusst, weil das Wasser im Heizungssystem dehnt sich ja aus, umso wärmer es wird, gelle? Ja, und irgendwann ist so ein Überdruck in der Leitung, weil ja die Heizkörper alle zugedreht sind und das Wasser schon bei 80 Grad ist, ja, dann platzen die Leitung. Das macht einfach Busch. Und zwar an der Sollbruchstelle, ja. Wo ist die beim menschlichen Körper, die Sollbruchstelle? Ja, beim Mann ist es der Bauch, ne? Also, dass bei den Männern die Leitungen geplatzt sind, erkennt man an dieser kugelrunden, festen Bauchmasse. Ja? Da braucht man ja nur mal so gegenklopfen, klopf, klopf. Und dann merkt man schon, ob das schwabbelt, wabbelt, wabbelt, wabbelt oder ob das richtig kompressormäßig fest ist. Und wenn das richtig kompressormäßig fest ist, dann ist das glasklar der Fall. Leitung im Zentralheizungssystem geplatzt. Weil ständig ein Überdruck im System herrscht. Und genauso kann, also, ja, 1:1 menschlicher Körper. Aber stellt euch mal vor, ja. Der Automotor. Hm? Ja, ist Hochsommer, gelle. Und ihr packt den Kühler zu, so wie manche Leute das im Winter machen, dann, damit der Motor überhaupt warm wird. Ja, das macht ihr aber im Sommer. Packt den Kühler zu, damit er nicht kühlen kann. Was denkst du, oder was denkt ihr denn, wie lange er da mit dem Auto kommt? Genau. Vielleicht ein paar Kilometer. Bis dann, genau. Das Kühlsystem platzt, weil das Wasser kocht. Und warum? Weil ihr wieder das Kühlsystem nicht die Möglichkeit gegeben habt zu kühlen. Und ja, ich sag das jetzt mal so ein bisschen angepisst. Die meisten von uns Menschen wissen nicht, dass das Kühlsystem im menschlichen Körper, ja, was ja auch nichts anderes wie ein Verbrennungsmotor ist oder wie ein Zentralheizungssystem im Haus, ja, dass das Kühlsystem die Arme und die Beine sind. Ja, ich sehe da also Menschen manchmal rumrennen, oh, ich habe so kalte Hände, ich muss aufhören zu rauchen. Oder irgend, oh, ich habe immer so kalte Füße, die werden nie warm. Da weiß ich mal ja nicht, was ich zu sagen soll. Weil wenn ich das denn so sage, von der Warte aus, wie ich das sehe, und das ist unumstößlich für mich, ja,
Das sind für mich Naturgesetze, die für mich gelten, weil ich es einfach anwende an meinem eigenen Körper und sehe, dass es funktioniert. Ja, ich dadurch gesund geworden bin, sozusagen. Ja, aber bei manchen Menschen sagt mir dann immer, ja, der kann, nee, das kannst du dem jetzt nicht so auftischen, so. Ja, wirst du ja Perlen vor der Säue und, nee. Ja, da kriegst du keinerlei Anerkennung für, sondern nur Hohn und Spott. Nur Hohn und Spott kriegst du da geerntet. Und ob ich das noch miterleben darf, ja, dass immer mehr Menschen diese Naturprozesse verstehen und anwenden auf ihren Körper. Ja, ich glaube nicht, dass ich das noch miterleben darf, weil nun predige ich ja schon eine Weile, so ein paar Monate. Und ja, sind auch schon ein paar Abonnenten auf dem Kanal, so über 200. Ja, es geht mir jetzt nicht darum, sich zu freuen, wie viele Abonnenten man mal wieder gewonnen hat, sondern es geht mir ja irgendwie um was ganz anderes. Dass mal wenigstens ein paar Leute von den über 200 Leuten, dass da nur 2-3 Leute von sofort anfangen. Ja, na, die verstehen das, was ich versuche zu vermitteln. Die können Schauberger verstehen, die können die Natur verstehen. Ja, und die fangen an, jetzt ihr Leben komplett umzukrempeln. Ja, einfach weil sie sehen, naja, den Weg vor sich sehen. Und ja, manchmal denke ich, das ist eine schwere Bürde, aber das ist halt die Sache mit dem Denken, ne? Wir sollten viel mehr auf unser Gefühl vertrauen. Also, ich trage meinen Dämon immer noch mit mir rum und ja, wenn ich da mal von Denken spreche, dann ja, ist dieser Dämon mal wieder, schraubt mal wieder so ein bisschen rum, ne? Naja.